Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. In der letzten Folge sind wir den General losgeworden und können jetzt vielleicht mal einen Blick auf die Karte werfen, wenn Rinaldo nichts dagegen hat. Aber scheinbar nicht. No, Sir. Ah. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Scheiße. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Senor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay. Ich muss ihn loswerden. Okay, ich muss ihn also auch noch loswerden. Dann reden wir mal mit ihm, ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben, ihn loszuwerden. Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke, ich gehe sie schnell holen. Ah, und jetzt holen wir natürlich Pearl. Hoffe ich doch, dass wir Pearl holen. Aber diese Kameras machen mir ein bisschen Sorgen. Naja. So, dann gehen wir mal zu Pearl. Pyramiden. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Nur mal kurz die Welt retten. Noch 57, 80 Mails checken. Oder so. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Oh. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Genau, haut ab, aber schnell. Yippie, es klappt sogar. Dann haben wir jetzt hier Narrenfreiheit. Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Genau, wir fangen mit der Karte an. Dann schauen wir mal den Computer an und das Fernsehgerät. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Mhm. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Aha. Wie genau hilft uns das jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Oh oh. Keine so gute Idee. Hä? Ich habe keine Zeit, mich mit Computerspielen abzulenken. Warum sagt er denn erst oh oh? Papiere. Ich brauche keine Reklamesendung. Ach so, das waren die Reklamesendung. Fernsehgerät? Ach was, ich lasse den Fernseher eingeschaltet. Na gut. Haben wir da irgendwas? In der Minibar? Nee. Okay, aber dann können wir jetzt gucken, ob der Aktenschrank der wirklich... Der Aktenschrank ist wahrscheinlich... Probier es doch mal aus. Mein Gott, dann gehen wir halt hier hinten in die Gefängniszellen und reden mal mit Miguel. Vielleicht hilft uns das ja wenigstens weiter. Es ist Miguel, der Musiker. Dann sprechen wir mit George ihm. Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Oh. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor... Ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Oh, okay. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Eine Karte. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt, dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Okay, er hängt dich doch. Warum hängt diese Schlinge darunter? Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Oh. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobbart. Doch. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Aber nein! Nein! Wir müssen ihn befreien. Hier, nimm einen Hundekuchen. Das würde ihn kaum interessieren. Ratte. Ja toll, das hat's ja voll gebracht jetzt hier. Es gibt nichts, worüber ich im Moment mit ihm reden will. Warum denn nicht? Mann! Oh Gott, diese actionreiche Musik. Vielleicht können wir jetzt mit Dwayne reden und sagen, ey, Miguel ist gerade alleine da. Willst du den jetzt vielleicht nicht rausholen oder so? Noch musste ich nicht in die Lösung gucken, also außer ganz am Anfang mal, als ich den Schlüssel nicht fand. Dwayne.
Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Schade. Ich dachte vielleicht, du würdest etwas von ihm wissen wollen, weiter. Achso, warte. Jetzt kann ich ja wieder zurückgehen zur Concha und ihr sagen, dass wir einen Blick auf die Karte geworfen haben und jetzt wissen, hier, Theo, mach mir ein Bananenbrot. In der Grundschule hieß unser Schuldirektor Theo irgendwas und einmal haben wir im Sommer, haben alle Grundschulklassen von 1 bis 4 haben alle gesungen, Theo, bitte gib uns Hitze frei. Und er hat's gemacht. Das war voll super. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Good story, es ist Bro. Eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Ah, danke schön, danke schön. Dann nehmen wir mal einen Sprengsatz. Da, das rote Ding, genau. Dankeschön. Und dann gehen wir wieder raus und gehen zu Duane und geben ihm den Sprengsatz, den Zünder. Den Zunder, gehen wir mal richtig Zunder draußen. Und dann kann er ja Miguel aus dem Gefängnis befreien. Hoffe ich zumindest. So ist jetzt mein Plan. Ich hoffe, er geht auf. Das wird sich noch zeigen. Zeigen. La 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 la. So, Duane, nicht Truck Duane. Hier, Zünder. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sorry. Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Okay. Durchs Zeltfenster hört er uns dann jetzt vielleicht? Ein verlorener, das ist Miguel. Okay, nee, er hört uns nicht. Gut, dann gehen wir also wieder nach drinnen. Ach, diese Laufwege sind wunderschön. Jetzt sag nicht, hey Nico, weil Nico ist gerade am Flirten mit dem General in seiner Wohnung. Und ich frage mich, was sie da alles tun muss mit und für ihn. Ich hoffe, ihr geht es gut. Sie muss nicht ihre Seele verkaufen oder ihren Körper. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Wir lieben sie doch. Wir lieben die Nico doch so sehr. Miguel, ich liebe Nico. Miguel. Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Yeah. Ich bin verloren. Oh oh. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Hehehe. Scheiße. Kluge Entscheidung, elender Norteamericano. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ja, in der Tat. Mann, Pearl, warum bist du denn jetzt schon wieder zurück mit dem? Ist doch scheiße. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobart. Ja. Geh deine Waffe polieren, Ronaldo. Ronaldo, ey. Verdammt. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. Was? So, da wären wir. Was? Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Oh. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Geile Lavalampe. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Ja. Wie schön für Ihre Freunde. Rutsch erstmal demonstrativ. Ihre Augen weg. Glänzen heller als die Sterne. Halt's Maul. Mit seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen.
Ey, merkst du nicht? Langsam das Sofa aus. Ja. Stellen wir uns halt hin. Mein Gott. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Genau. Porträt. Das Porträt irgendeines Typen in Uniform. Von ihm wahrscheinlich. Ich will das Bild nicht. Okay. Ich will das Bild nicht. Die absolute Spitzentechnologie. Zumindest im Jahr 1978. Wie süß. Ich will mir keine schwachsinnigen Seifenopern reinziehen. Aber er, um ihn abzulenken. Schwertfisch. Ein ausgestopfter Schwertfisch. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Stimmt. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun. Ja, vielleicht ist er auch Dynamitfischer. Lavalampe. Eine Lavalampe. Ziemlich cool, auf eine etwas rückständige Art. Der General hält sie zweifellos für cool. Punkt. Ich fand die auch immer cool, aber so schnell hat sich das Wachs bei mir nie bewegt. Leider. Ich will keine Lavalampe. Warum denn nicht? Lavalampen sind ein cool. Ein Tigerfell liegt auf dem Fell, auf dem Boden. Was? Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Ein Tigerfell liegt auf dem Boden. Danke. Einmal richtig gesagt, finde ich gut. So, wir können auch wieder gehen, aber wir wollen nicht erst mit ihm reden. Das ist General Grasiento im voll aufgedrehten Schwerenöter-Modus. Dann reden wir aber doch mal mit ihm. Über die Lavalampe. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein. Nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Ja. Jetzt macht der Fernseher und Kamin an? Wer ist der Kerl mit dem Hut und der dicken Zigarre? Meine Mutter. Meine Mutter, geil. Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha, Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Ich muss kurz husten, Entschuldigung. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Mir gefällt Ihr Fernseher. Ja. Oh ja? Cool, was? Voll cool. Huch. Mutti! Mami! Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Signora la Presidenta. Entschuldige, Signora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nicht, Signora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Senorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett. Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Was? Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchen-Tour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben Hallochen. Der Superreichen und Scheinheiligen, Neidmagazin. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ja. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Nein. Und dann geht's weiter mit... Und als Sie in dieser Band da gespielt haben, da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey! Psst! Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Oh. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Oh oh. Oh oh. Know-how und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarzer, George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir.
Negativ an negativ, positiv an positiv. Glaube ich jedenfalls. Was? Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Ja, und wir? Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät. Pfft. Sind wir schon tot? Mist. Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus. Mir fällt schon was anderes ein. Was? Nein, mir fällt nichts anderes ein. Erzähl doch keine Lügen, George. Oh Gott. Na gut, in der nächsten Folge werden wir mal versuchen, hier rauszukommen oder irgendwas zu tun. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Macht's gut. Tschüsschen.